Kennt ihr noch früher im Kindergarten, einfach so eine Kindergartenromanze? Alles ist einfach so, Mia und Tom sind seit 2 Tagen zusammen. Am 3. Tag macht Mia Schluss, weil Jonas kann schneller rennen. Ja, freut mich, vor hier zu sein in Dresden. Ich war hier vorhin sogar noch unterwegs, habe mir dieses Oberteil gekauft. Was sagt ihr? Nice. Als ich es gekauft habe, die Frau meinte, heute ist mein Glückstag. Für jedes Oberteil, das ich kaufe, pflanzen sie einen Baum in meinem Namen. Und ich so, nee, danke. Ich kann mich schon nicht an Menschen binden, da brauche ich jetzt nicht noch so eine Baumpatenschaft. Und sie war so, nein, nein, ist gar nicht so, sie werden den Baum ja überhaupt nicht sehen. Und ich so, okay, woher weiß ich dann, dass ihr den überhaupt pflanzt? Und sie so, nö, nee, wir pflanzen den schon. Und ich so, okay, lass einfach so machen, ihr gebt mir das Oberteil umsonst und ich gehe dann einfach und pflanze den Baum selbst. Und sie so, ja, nee, das können wir nicht machen. Und ich so, warum? Und die so, ja, woher wissen wir denn dann, dass sie den Baum pflanzen? Ich meine so, ich pflanze den schon. Ja, Bindungen sind schwer. Beziehungen, warum sind Beziehungen eigentlich so schwer? Warum immer schwer Beziehungen? Ich weiß auch nicht. Manchmal hätte ich gerne noch so eine, kennt ihr noch früher im Kindergarten, einfach so eine Kindergartenromanze. Alles ist einfach so, Mia und Tom sind seit 2 Tagen zusammen. Am 3. Tag macht Mia Schluss, weil Jonas kann schneller rennen. Alle sind gut drauf auch, kein Sturz. Ich würde mir wünschen, ich könnte das auch einfach so in meiner Erwachsenenbeziehung verwenden. So, ey Schatz, ich glaube, es funktioniert einfach nicht mehr. Ich weiß, wir haben 2 Kinder und gerade ein Haus gebaut, aber ich habe jemanden kennengelernt und die springt höher als du. Also, ciao. Du verstehst das. Ja, Beziehungen sind schwer. Manchmal versuche ich mir so Tipps für Beziehungen von Instagram zu holen. Super Idee. Ja, das sind so Lifehacks. Ich habe eingelesen, das ist echt gut, den könnt ihr verwenden. Wenn ihr das nächste Mal auf so einem ersten Date seid, dann müsst, und ihr wisst schon, ihr seid auf einem ersten Date und ihr wisst direkt, da ist keine Verbindung da, dann müsst ihr, laut diesem Tipp, müsst ihr Folgendes machen. Ihr müsst sagen, stopp. Ich möchte dieses Date jetzt beenden. Denn ich möchte meine Zeit mit jemandem verbringen, mit dem ich mehr gemeinsam habe als mit dir. So, welcher absolute Psychopath beendet so ein erstes Date? Ich sage euch ganz ehrlich, da bleibe ich lieber in einer schlechten Beziehung für 2 Jahre. Zieh vielleicht zusammen. Ja, aber ich kann das nicht. Eine gute Freundin von mir ist schon sehr lang mit ihrem Freund zusammen, die haben das voll drauf. Aber sie meinte schon immer, Marco, wenn ich jemals auf diese dumme Idee komme, zu heiraten, dann halt mich bitte davon ab. Halt mich davon ab zu heiraten. Ich sage immer ja, ich denke mir immer so, wie? Wie soll ich das machen? Sind wir so im Urlaub? Sie, ihr Freund, ich? In Paris? Am Eiffelturm? Und er kniet sich so hin, holt so einen Ring raus und ich so, Entschuldigung, ist ein Radweg. Wie? Wie? Oder bin ich mit dem so in der Bar, der so, ey Marco, ich überlege mir die Mia zu heiraten. Ich so, Mia, unsere Mia. Die stinkt. Aber genug über Beziehungen. Ich war neulich bei Subway und es ist immer ultra, ultra anstrengend, bei Subway zu sein. Kennt ihr diesen Sandwichladen? Die haben super viele Sachen und ich habe davor so eine Doku gesehen über Sandwiches und dachte ich so, wem könnte ich das besser erzählen? Als professionellen Sandwichmachern. Ja? Wie sich's herausstellt, finden die es nicht so geil. Deshalb erzähle ich es euch. Ja, also das Sandwich ist ultra interessant. Das Sandwich wurde im Jahr 1846 erfunden. Da wurde das erfunden. 1846. Erfunden. Das Sandwich. Ich würde gerne wissen, so wie war das?
So hat der Typ das Sandwich vor den ersten Leuten gemacht und die konnten es einfach nicht fassen. Die waren so, wie hat er das gemacht? Wo ist der Käse und der Schinken hin? Und er so ganz cool. Er war auf jeden Fall berühmt, ja, war ein großer Typ, der ist so von Ort zu Ort geritten, auf so einem alten Pferd mit einem noch älteren Sandwich. Und kam dann immer so an auf dem Dorfplatz, wo sich alle versammelt hatten, in so viel zu großen Gewändern. Ja, weil sonst ist nichts los und der Mann mit dem Sandwich ist da. Ja, da war da so eine Bühne aufgebaut und hatte so einen Partner dabei und meinte dann so, Thomas, ist es nicht furchtbar, dass du dein Brot und dein Käse getrennt essen musst? Also, ja, Jochen. Und er dann so, das Sandwich. Und Leute fallen in Ohnmacht. Es war zu aufregend. Es war zu krass. Der Typ hat auf jeden Fall das Sandwich 1846 erfunden. Im selben Jahr hat ein anderer Typ das Mikroskop erfunden. Ja, vergleichbar. Ist jetzt nicht das Sandwich, aber hey, auch gut. Und die haben sich, gleiches Jahr, die haben sich safe getroffen auf so einer Wissenschaftsmesse. Ja, für die besten Erfindungen des Jahres. Und dann sehen die sich so und meinen so, ey, und, was hast du gemacht? Und er so, ich habe das Mikroskop erfunden. Wir können jetzt Sachen sehen, von denen wussten wir nicht mal, dass die existieren. Das wird richtig groß, das wird die Welt verändern. Was hast du gemacht? Und er so, ey, lass mal über deins reden. Und er so, nein, komm, was hast du gemacht? Und er so, kennst du Brot? Sind Scheiben geschnitten. Ja, vielen Dank, Dresden. Ja. Hallo. Mein Name ist Christine, ich bin vom Chaos Comedy Club. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann guckt doch hier. Nochmal weitere schöne Videos und am besten, ihr Lieben, abonniert ihr heute noch den Kanal, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Dankeschön.